Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit Messungen an einer herkömmlichen Schuko-Steckdose und setze dafür den Duspol ein. Wir werden sehen, dass mit diesem modernen Gerät mehr als nur eine Spannungsmessung möglich ist. Das Video richtet sich allerdings nur an Elektrofachkräfte und an Auszubildende in Elektroberufen. Für Laien sind diese Messungen durchaus kritisch zu sehen. Es geht sogar eine gewisse Gefahr davon aus. Eine herkömmliche Steckdose hat drei Kontakte. Das sind der Außenleiter, auch Phase genannt, und der Neutralleiter, häufig auch Null genannt. Diese beiden Kontakte befinden sich an den inneren Abgriffen der Steckdose, werden also durch die Steckverbindung mit dem hier einzufügenden Stecker hergestellt. Der Schutzleiter hingegen, der dritte Kontakt, befindet sich an den äußeren Krallen oben und unten und kann tatsächlich direkt mit der Hand berührt werden. Dabei ist es nun so, dass sich nur der Schutzleiter in einer eindeutigen Position befindet. Der Außenleiter und der Neutralleiter können durchaus auch vertauscht sein. Das hat auf die Funktion der Steckdose keinerlei Einfluss. Da der Duspol über einen sogenannten Phasenprüfer verfügt, kann man nun eindeutig feststellen, an welchem dieser beiden Kontakte, rechts oder links, sich der Außenleiter befindet. Das funktioniert allerdings nur in geerdeten Systemen und es muss gewährleistet sein, dass eine kapazitive Kopplung zur Erde gegeben ist. Das heißt, in dem Moment, wo der Duspol den Außenleiter berührt, muss über den Duspol eine Verbindung zur Erde gegeben sein. Das geschieht in aller Regel über den Menschen, der dieses Gerät in der Hand hält. Der andere Kontakt des Duspols, der nun nirgends angeschlossen ist und in diesem Bild nicht zu sehen ist, darf dabei nicht berührt werden. Da es sich um eine einpolige Messung handelt, bestehen natürlich die gleichen Probleme wie bei dem sogenannten Lügenstift. Das heißt, es kann nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden, ob die Steckdose wirklich spannungsfrei geschaltet ist. Es kann aber eindeutig festgestellt werden, nämlich dann, wenn das entsprechende Signal auftaucht, an dieser Stelle und an dieser Stelle, wo sich der Außenleiter befindet, wenn er denn Spannung gegenüber Erde führt und wenn eine gewisse hochohmige Verbindung zur Erde gegeben ist. Das ist allerdings auch in den meisten Fällen dann der Fall, sodass die Messung in den meisten Fällen durchaus zuverlässig funktioniert. Wir sehen jetzt diese Phasenprüfung. Zunächst wird der Duspol eingeschaltet. Als erstes wird nun gegen N gemessen. Es erfolgt keine Anzeige. Ebenso bei der Messung gegen PE. Bei der Messung gegen L leuchten die entsprechenden Symbole auf. Das gleiche geschieht jetzt mit der anderen Prüfspitze. Zuerst gegen PE. Es wird nichts angezeigt. Ebenso bei N. Aber bei Anschluss an L werden nun beide Symbole wieder aufleuchten, sodass also mit beiden Prüfspitzen diese Messung möglich ist. Der absolute Standardfall bei der Messung an einer Steckdose ist der, dass der Duspol mit beiden Polen eingesetzt wird. Ich werde jetzt also eine Spannungsmessung an der Steckdose durchführen, und zwar in der Art, dass es nicht zu einer Auslösung der RCD kommt. Das heißt, dass der Duspol keine Belastung für den Steckdosenstromkreis bildet. Neben der Spannung wird von diesem Gerät auch noch die Frequenz angezeigt. Wir sehen das hier. Bei der Messung an einer Steckdose ist zu erwarten, dass wir eine Spannung von 230 Volt Effektivwert bekommen mit einer Frequenz von 50 Hertz. Das wird auch hier angezeigt, denn die LEDs an dieser Stelle leuchten nur bis zu 230. Die 400 Volt Anzeige leuchtet nicht auf. Dabei dürfen die beiden Tasten des Duspols nicht betätigt werden. Dies ist die Standardmessung. Der Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes beträgt mehr als 100 Kiloohm. Das ist in aller Regel auch gewünscht, dass dieser Widerstand möglichst groß ist. Das hat aber tatsächlich den Nachteil, dass eingestrahlte Störspannungen, die teilweise recht hohe Werte erreichen, aber unkritisch sind, da sie nur mit einer geringen Ladungsmenge daherkommen. Das können zum Beispiel kapazitive Störspannungen sein oder auch induktive Störspannungen, das Messergebnis verfälschen. Diesen Nachteil hat man, wenn man sehr hochohmig misst.
Gegen Ende dieses Videos werde ich darauf hinweisen, wie man mit diesen Störspannungen fertig wird. Zwischen L und N erwarte ich nun also eine Spannung von 230 Volt, eine Frequenz von 50 Hertz, und zwar bei einer sinusförmigen Wechselspannung. Das wird an dieser Stelle angezeigt, dass es sich um eine sinusförmige Wechselspannung handelt. Zwischen L und PE erwarte ich ebenfalls 230 Volt, 50 Hertz, sinusförmige Wechselspannung. Und bei dieser Messung wird es nicht zu einer Auslösung der RCD kommen, und das soll es ja in aller Regel auch nicht. Messe ich zwischen N und PE, so wird keine Spannung auftreten, denn der Neutralleiter und der Schutzleiter sind entweder in der Anlage oder aber außerhalb der Anlage miteinander verbunden und haben daher in aller Regel das gleiche Potenzial und sollen auch das gleiche Potenzial haben, sodass also keine Spannung zwischen diesen beiden Leitungen zu messen ist. Die Messungen sind im Folgenden nun zu sehen. Der Duspo schaltet sich ein, indem ich die Messung durchführe, die Spannungsmessung. Es werden 234 Volt und 50 Hertz gemessen zwischen L und N. Zwischen L und PE ebenfalls der gleiche Wert. Es erfolgt keine Auslösung. Zwischen N und PE wird der Wert von 0 Volt gemessen, wie erwartet. Mit dem Duspol ist es auch möglich, bei der Messung der Spannung an der Steckdose eine Auslösung der RCD zu bewirken. Dazu wird über beide Tasten, die dazu gleichzeitig betätigt werden müssen, eine Last in den Stromkreis geschaltet, die einen entsprechenden großen Strom bewirkt. Es handelt sich hierbei nicht um eine Standardmessung, denn in aller Regel möchte ich die RCD nicht auslösen lassen. Außerdem wird hier der Innenwiderstand des Messgerätes herabgesetzt und ist kleiner als 100 Kiloohm. Dadurch werden aber Störspannungen, die mit einer geringen Ladungsmenge daherkommen, durch diese Last, die sich im Messgerät befindet, kurzgeschlossen bzw. unterdrückt und stören damit das Messergebnis nicht. Es kann durchaus vorkommen, dass sogar Geräte, die abgeklemmt sind, noch eine Spannung liefern, die relativ hoch ist und die dann vom Duspol angezeigt wird. In dem Moment, wo man beide Tasten betätigt, sollte diese Spannung dann allerdings verschwunden sein, weil sie dadurch eben kurzgeschlossen wird. Messe ich also zwischen L und N, so erwarte ich wieder 230 Volt, 50 Hertz sinusförmige Wechselspannung. Es findet aber auch eine Störunterdrückung statt. Da der Duspol aber in diesem Zustand eine Leistung aufnimmt, es kommt dabei auch zur Vibration dieses Motors, der sich in dem Duspol befindet, kann nach einiger Zeit der sogenannte Thermoschutz greifen, damit das Gerät nicht überhitzt, und nimmt dann die Last wieder raus. Man merkt das dann dadurch, dass der Motor nicht mehr vibriert. Dann steigt allerdings auch der Widerstand, der Innenwiderstand des Gerätes wieder an. Führe ich bei gedrückten Tasten auf beiden Seiten des Duspols eine Messung zwischen L und PE aus, so erwarte ich zwar wieder eine Spannung von 230 Volt mit einer Frequenz von 50 Hertz und wiederum eine sinusförmige Wechselspannung. Es wird in diesem Fall allerdings zu einer Auslösung der RCD kommen, wenn sie denn vorhanden ist und wenn sie funktioniert. Der Strom, der hier zum Fließen kommt, von L über PE ist mehr als 500 mA groß, sodass auch ältere RCDs auslösen sollten. Löst die RCD nicht aus, so ist natürlich zu überprüfen, ob diese noch funktionsfähig ist. Zwischen N und PE erwarte ich wiederum eine Spannung von 0 Volt. Auch bei gedrückten Tasten sollte es hier nicht zu einer Auslösung der RCD kommen. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass mit dem Phasenprüfer natürlich deutlich mehr Möglichkeiten bestehen als nur die Messung an der Steckdose. So kann man zum Beispiel auch an Schaltern messen, an denen ja in der Regel der Bezugspunkt fehlt, ob denn der Außenleiter dort vorhanden ist. Das allerdings alles immer unter der Gefahr, dass die tatsächlich vorhandene Spannung gegenüber Erde nicht angezeigt wird. Wie Sie gesehen haben, ist mit dem Duspol durchaus sehr viel mehr möglich als nur eine einfache Spannungsmessung. Die Interpretation dieser Ergebnisse, die dabei zu sehen sind, sollte allerdings nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden. Für Laien eignet sich dieses Gerät dann schon nicht mehr.
Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen diese einfachen Grundfunktionen des Duspos gut erklären. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.